Wenn der Druck von der Seite kommt, dann muss ich darauf reagieren und laufe immer wieder um die Ecken dieses Dreiecks. Zu diesem Teil der Trainingseinheit gibt es eine recht kleine Organisationsform auf engem Raum. Es nehmen in einem Raum 5, 6 Spieler teil. Man muss das zweimal aufbauen. Ein Spieler passt durch ein kleines Zieltor den Ball zu seinem Partner. Er muss ihn seitlich mitnehmen und versucht, um das Hütchen zu dribbeln, um dann gezielt am Ende vor einem Gegenspieler nochmal den Ball mit der Sohle zurückzuziehen, anschließend wieder den Zielpass zum nächsten startenden Spieler zu spielen. Der Spieler sucht sich aus, ob er nach links oder nach rechts abweicht, muss immer wieder innerhalb dieses Dreiecks dann um die Kurven laufen, gezielt auf den Gegner zu, Sohle zurückziehen, Passübung. Die Passübung ist Teil dieser Übungsform. Ich nehme den Ball zur Seite mit, baue jetzt wieder eine kleine Finte ein. Wenn der Druck von der Seite kommt, dann muss ich darauf reagieren und laufe immer wieder um die Ecken dieses Dreiecks auf den Gegner zu, startet wieder neu mit dem jeweiligen Pass. Das kann ich beliebig steigern, indem ich dem Spieler auch die Möglichkeit gebe, nach links, nach rechts einen Übersteiger mit einzubauen, immer wieder Druck ausübe, das Tempo ein wenig erhöhe und somit ist die Wiederholungszahl dieser kleinen Bewegungsvarianten immer gegeben.